Hey, guten Morgen hier aus Bordeaux. Und Bordeaux ist für mich eine ganz besondere Stadt. Ich habe mal Architektur studiert und eine Professorin von der Uni hat mal gesagt, es gibt so viel moderne Architektur und häufig ist diese moderne Architektur austauschbar. Und dann gibt es Städte, zum Beispiel wie Bordeaux, die haben eine lange Geschichte und die sind aus einheitlichem Guss. Die sind einheitlich gebaut und sind noch zu größten Teilen erhalten. Und es gibt ganz viele kleine Städte, die auch so noch erhalten sind. Und das Besondere ist, wenn die Stadt dann aus einem Material hergestellt worden ist und aus einem Material gebaut worden ist, wirklich lokal produziert, von lokalen Handwerkern gemacht, Handwerkskunst auch noch stattgefunden hat und das dann über Jahrhunderte so geblieben ist und immer wieder dann mehrmal restauriert wurde. Und es gibt ja viele Architekten, die angefangen haben als Denkmalpfleger und dann von den ganzen alten Gebäuden erstmal gelernt haben, bevor die was Neues gebaut haben. Und das ist eine Sache, die finde ich so cool und das zeigt, dass einzelne Orte eine ganz eigene Identität haben können, wenn man genau so damit umgeht. Und Bordeaux ist für mich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Es ist einfach immer wieder schön, hier zu sein, herzukommen, weil es hier meiner Meinung nach genau diesen individuellen Charme hat. Und ich hoffe, dass die Städte den individuellen Charme behalten und nicht die Architektur austauschbar wird und überall das gleiche Beton Gebäude, die gleiche Shopping Mall hingebaut wird, sondern auch die lokalen Menschen, die dort was produzieren, das auch in kleinen Läden dort verkaufen können. Denn das ist viel charmanter und viel schöner. Und ich hoffe, dass die Globalisierung sich auf Informationen beschränkt. Informationen sind ja super, dass Informationen global vorhanden sind, aber dass wir den Charme der Städte, der Orte nicht verlieren und dass wirklich jeder Ort seinen eigenen Charakter auch bilden kann und auch behalten kann. Gerne auch politisch, dass die Menschen dann auch immer unterschiedlicher Meinung sind, andere Sachen machen. Aber das zeigt sich natürlich dann auch in den Gebäuden, in den Läden. Was kann man dort kaufen, was lässt sich dort produzieren? Und das waren die Grüße aus Bordeaux. Was ist deine Lieblingsstadt oder was zählt zu deinen Lieblingsstädten? Bordeaux zählt auf jeden Fall zu meinen Lieblingsstädten. Schreib es gerne in die Kommentare. Schreib auch gerne, was dir daran so besonders gefällt. Ist es die Architektur? Sind es die Menschen? Ist es das Essen? Oder was kannst du empfehlen? Schreib es in die Kommentare und alles Gute dir.